Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von Dragon Age Origins. Mein Name ist Chirahime und wir legen auch schon los. Aber zuvor genießen wir das Intro. Die Kirche lehrt uns, dass es der Hochmut der Menschen war, der die dunkle Brut in unsere Welt brachte. Die Magier wollten den Himmel an sich reißen, doch sie haben ihn vernichtet. Sie wurden verbannt und durch ihre eigene Verderbtheit verflucht. Sie kehrten als Monster zurück, als die Ersten der dunklen Brut. Als Verderbnis fielen sie über die Länder her, unaufhaltsam und unerbittlich. Als erstes fielen die Königreiche der Zwerge. Und aus den tiefen Wegen griff uns die dunkle Brut immer und immer wieder an, bis wir kurz vor der Auslöschung standen. Kamen die grauen Wächter. Männer und Frauen aller Rassen, Krieger und Magier, Barbaren und Könige, die grauen Wächter opferten alles, um dem vorrückenden Dunkel Einhalt zu gebieten, und siegten. Dieser Sieg liegt Jahrhunderte zurück, und wir stehen weiterhin Wache, beobachtend und auf die Rückkehr der dunklen Brut wartend. Doch die, die uns einst Helden nannten, haben vergessen. Wir sind nur noch wenige, und unsere Warnungen wurden zu lange ignoriert. Nun ist es vielleicht schon zu spät. Denn ich habe selbst gesehen, was am Horizont lauert. Erbauer, steh uns bei. Piu! Tja, das war mal wieder ein rasanter Start in ein Let's Play. Ich nehme natürlich einen weiblichen Charakter. Ich werde Kriegerin nehmen und menschliche Adlige. So. Grüße. Wir nennen den Char hier Shirahime. Und machen noch ein paar kleine Umstellungen hier. Von den Frisuren her muss ich sagen, habe ich ein paar Mods, beziehungsweise einen Mod runtergeladen. Weil ich einfach auf die Standardfrisuren keine Lust hatte, weil die immer so Banane ausgesehen haben. Gut, hier gibt es jetzt auch ein paar, wo ich sagen muss, gewöhnungsbedürftig, aber immer noch besser. Haarfarbe passt mir auch an. Als diese, ja, merkwürdige, komische Flechtfrisur-Zeugsel, was die da immer haben. Jups. Das ändern wir auch noch um. Ich werde es dann noch so ein bisschen kommentieren, weil der weibliche Char ja sowieso oder der Char allgemein nicht wirklich eine Audioausgabe hat, wenn die im Gespräch sind. Und ich hoffe einfach, dass wir wieder Spaß haben hier beim Let's Play. Ups. So, hier noch ein bisschen was umändern.
beeil mich auch extra, damit hier nicht irgendwie Langeweile aufkommt, weil ich hier 3 Stunden rumbuppel. So. Wobei ich auch sagen muss, das muss ich ja wieder machen. Hier, man beachte mal den Ausdruck. So. Ach ja, das amüsiert mich jedes Mal wieder. Lass mal das jetzt. So, Della. Stimme nehmen wir mal weise. Ich habe meine Konzentration verloren. Tragisch. Weiter. Da wir Kriegerin sind, nehmen wir mal hier Stärke und ein bisschen Konstitution. Was nehmen wir denn hier? Manipulation ist auch immer ganz toll. Kann man immer Leute überreden, Zeug sie zu machen, was sie eigentlich nicht machen wollen würden. Ein bisschen Schildblock verbessern. Wir spielen auf normal. Und dann geht's auch schon weiter. Ganz charakteristisch für Dragon Age 1, das Blut auf der Map. Es lädt und lädt und lädt und lädt und lädt und lädt. So, wir sind jetzt von der Familie der Kuslands. Das werden wir hier gleich sehen. Seit Generationen herrscht die Familie der Kuslands über die Ländereien von High Ever und wird von ihren jedes Mal wieder wie dieses Gör da hoch auf die Mauer geachtet. Als die Armee von Orléans das Land unterwarf, dienten dein Vater und dein Großvater den kampfbereiten Königen ihrer Heimat. Heute zieht dein älterer Bruder unter dem Banner des Hauses Kuslands mit dem König in die Schlacht. Toll. Und ich darf nicht mit, aber nicht gegen Orléans, sondern gegen die dunkle Brut, die sich im Süden erhebt. Dann will ich vielleicht auch gar nicht mit. Dann werden eure Truppen also in Kürze eintreffen. Die sexy Hosen hier. Ich erwarte die Vorhut noch heute Nacht. Schnell, Scheiße. Morgen können wir aufbrechen. Bitte entschuldigt die Verzögerung, Herr. Sie ist allein meine Schuld. Nein, nein. Das Erscheinen der dunklen Brut im Süden hat uns alle überrascht, nicht wahr? Ich wurde vom König selbst erst vor einigen Tagen zu den Waffen gerufen. Ich schicke meinen Ältesten mit meinen Männern voraus. Wir beide brechen morgen auf, wie in alten Zeiten. Ja, allerdings war unser Haar damals noch nicht grau und wir kämpften gegen Orlesianer, nicht gegen Monster. Immerhin stinken sie ähnlich. Tut mir leid, ich habe dich gar nicht gesehen. Ja, ich bin so klein. Oh, ihr erinnert euch an meine Tochter? Wie ich sehe, ist sie zu einer jungen Dame herangewachsen. Es wäre auch schlecht, wenn ich ein Kerl geworden wäre, oder? Wenn ich ein Mädchen bin. Aber hey. Ja. Gleichfalls, Alhau. Mein Sohn Thomas hat nach dir gefragt. Vielleicht sollte ich ihn bei Gelegenheit mitbringen. Nein. Ich meine, was? Ich habe nicht vor, mich verheiraten zu lassen. Seht ihr, womit ich mich herumplage, Hau? Meine Tochter lässt sich nichts mehr sagen. Möge der Erbauer sie segnen. Es ist also wahr, dass ihr eure Tochter zur Kriegerin ausbildet. Ja, ich bin Xena, die Kriegerprinzessin. Na, ich habe dich jedenfalls nicht ohne Grund rufen lassen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Solange dein Bruder und ich weg sind, bist du für das Schloss verantwortlich. Ich tue mein Bestes, Vater. Genau das wollte ich hören. Ich weiß, deswegen habe ich sie auch gesagt. Es werden nur einige Wachen zurückbleiben und du musst den Frieden in der Region wahren. Du kennst das Sprichwort. Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Außerdem möchte ich dir jemanden vorstellen. Bitte, schick Duncan herein. Ich hoffe nicht noch so ein heiratsmütiger Fremder oder so. Es ist mir eine Ehre, in eurer Halle Gast zu sein, Taryn Kusland. Ihr habt nie erwähnt, dass ein grauer Wächter hier sein würde, eure Lordschaft. Duncan traf erst kürzlich ein. Unangekündigt. Ist das ein Problem? Nein, natürlich nicht. Vergebt mir. Ich war nur überrascht. Naja, zuck, zuck. Wir haben in der Tat nur selten so hohen Besuch. Meine Tochter, Bruder Aldous hat dir von den grauen Wächtern erzählt, hoffe ich. Ja, natürlich. Sie sind ein Orden mächtiger Krieger. Sie sind legendäre Helden, die die Verderbnis gebannt und uns alle gerettet haben. Duncan ist auf der Suche nach Rekruten, bevor er und seine Kameraden uns in den Süden folgen. Ich glaube, er hat ein Auge auf Sir Gilmore geworfen. Ich hoffe, ein platonisches. Ich denke, eure Tochter wäre ebenfalls eine ausgezeichnete Kandidatin.
Ehre hin oder her. Wir reden hier von meiner Tochter. Warum sollte ich ihnen nicht beitreten? Habt ihr die grauen Wächter nicht eben als Helden bezeichnet, alter Freund? Wer hat dich denn gefragt? Ich habe nicht so viele Kinder, dass ich sie gerne in die Schlacht schicke. Oder beruft ihr euch etwa auf euer Konskriptionsrecht? Keine Sorge. Wir brauchen zwar möglichst viele gute Rekruten, aber ich werde nichts erzwingen. Würdest du in meiner Abwesenheit dafür sorgen, dass Duncans Wünschen entsprochen wird? Natürlich. Und jetzt richte Fergus von mir aus, er soll mit den Truppen nach Ostagar vorausreiten. Wo ist denn Fergus? Oben in seinen Gemächern. Er verbringt gewiss noch einige Augenblicke mit seiner Frau und meinem Enkel. Sei ein braves Mädchen und tu, was ich dir sage. Wir reden später. Ja, ich bin natürlich ein braves Mädchen und, what the fuck? Aber wir beenden unseren Part hier erst einmal und sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.